Hallo, mein Name ist George Hobach. Willkommen zu meinem neuen Talk zu Einsteins wahrem Erbe. Und das ist sozusagen, dass er entdeckt hat, dass lokale Symmetrie und Symmetrie meint Gleichheit das zentrale Naturprinzip ist. Denn er konnte zeigen, dass die lokalen Naturgesetze überall und zu jeder Zeit immer gleich sind. Gleich heißt symmetrisch und sie sind immer gleich im ganzen Universum. Und damit war auch klar, dass lokale Symmetrie das zentrale Prinzip eben in der Natur, im Universum ist. Und ich will gleich mal zu Anfang zwei Zitate nennen, die verdeutlichen, warum es wichtig ist, dass sich wirklich jeder mit lokaler Symmetrie auseinandersetzt. Das erste kommt aus dem Buch Symmetry in the Beautiful Universe, also auf Deutsch Symmetrie und das schöne Universum von Ledermann und Christopher Hill. Das sind zwei bekannte Physiker. Ledermann ist auch ein Nobelpreisträger. Und sie sagen in dem Buch, die Perspektiven, die die Symmetrie bietet, wir müssen unbedingt versuchen, den nicht wissenschaftlich arbeitenden Mitgliedern der Gesellschaft, die durch demokratische Prozesse die endgültigen Entscheidungen treffen, ein besseres Verständnis der Schlüsselthemen zu vermitteln. Tatsächlich hängt unsere Zukunft davon ab. Ich habe das jetzt mal so übersetzt. Und sie sagen dann auch noch, dass wirklich jeder sich mit lokaler Symmetrie beschäftigen sollte, beginnend mit Kindern im Kindergarten. Und Einstein hat mal geschrieben, und zwar in dem Vorwort zu dem Buch The Universe and Dr. Einstein, also das Universum und Dr. Einstein von Lincoln Burnett. Ich übersetze mal: Es ist von größter Bedeutung, dass der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben wird, die Anstrengungen und Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung bewusst und intelligent zu erleben. Die Beschränkung des Wissensbestands auf eine kleine Gruppe stumpft den philosophischen Geist eines Volkes ab und führt zu spiritueller Armut. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Und heute will ich mal noch genauer in Betracht ziehen Unendlichkeit, das Feld und Bewusstheit und analysieren, wie das mit lokaler Symmetrie zusammenhängt. Aber bevor wir da einsteigen, will ich noch mal kurz die Struktur, die mathematisch von lokaler Symmetrie näher anschauen. Wir haben hier im Zentrum das Gleichheitszeichen und ich habe auf den beiden Seiten vom Gleichheitszeichen diese Magnete angebracht, um zu verdeutlichen, dass diese identisch sind. Sie sind gleich, sie sind symmetrisch und Gleichheit ist auch wirklich der erste Level, die erste Ebene von lokaler Symmetrie. Gleichheit ist raum- und zeitunabhängig. Es macht keinen Unterschied, wo man ist oder wie spät es ist. Gleichheit ist immer gleich, sonst wäre es eben keine Gleichheit. Und Einstein war sich eben auch bewusst, dass lokale Symmetrie, also lokale Gleichheit, zentral ist in der Natur. Deshalb wollte er zum Schluss seine Theorie mit der zweiten großen Theorie der allgemeinen Relativitätstheorie an sich auch Invarianztheorie nennen, denn Invarianz ist an sich nur ein technischer Term, eine technische Formulierung, die lokale Symmetrie bezeichnet. So, und weil dieses Prinzip hier rein mathematisch ist, wie das Gleichheitszeichen andeutet, kann man auch die beiden Magnete beziffern, der erste und der zweite. Und weil das eben rein mathematisch ist, kann man dann auch diese beiden Magnete wieder wegnehmen. Und dann bleibt hier diese Gleichung übrig, die einem sagt, das erste ist gleich dem zweiten oder 1 gleich 2. Und das öffnet dann auch den Blick auf die zweite Ebene der lokalen Symmetrie. Das ist dieser Action Level, das ist die dynamische Beziehung. Und letzten Endes, weil das das zentrale Thema der Natur ist, das zentrale Prinzip, da ist dann sehr viel Datenkompression mit beinhaltet, um eben so abstrakt und allgemein die Natur abzubilden. Und in dieser kurzen Form bedeutet das einem vielleicht relativ wenig erstmal, aber wir haben ja hier eine genaue Sequenz, eine Ordnung und eine Struktur und die sagt uns, wir können Eigenschaften ableiten, indem wir diese Zahlen aufeinander beziehen. Und da fangen wir einfach mal dann auch an mit der Zahl 1 und beziehen sie auf die Zahl 2. Und da werden wir feststellen, dass die Zahl 1 die kleinere Zahl ist. Es ist die kleinste ganzheitliche Zahl. Und damit wird auch klar, dass Nummer 1 das Prinzip des Kleinseins repräsentiert. Und damit öffnet sich sozusagen
dieser Nummer 1 Eigenschaftsraum. Klein bedeutet auch lokal, weil man ja auf eine kleine Ebene, einen kleinen Raum beschränkt ist. Und damit wird auch deutlich, warum Symmetrie lokal ist und warum die Naturgesetze lokal sind. Denn hier, wir haben diese Reihenfolge Nummer 1, kommt eben an erster Stelle, und dann muss man auch definieren, dass Symmetrie diesen Prioritätslevel hat, dass es lokal ist, damit man auch versteht, wie das Ganze dann in der Natur funktioniert. Und dann können wir mal weiter Eigenschaften ableiten von lokal und klein, kommt man zu dem Prinzip der Konzentration. Man kommt auf das Prinzip der Einheit und der Einheitlichkeit, und in mathematischer Weise kann man das so zusammenfassen als zusammenaddiert. Wenn man dann rübergeht zu der Nummer 2 und die mal auf Nummer 1 bezieht, dann wird man feststellen, dass die Nummer 2 die größere Zahl ist, die zusätzliche Zahl. Man kann das als additional bezeichnen, um es mathematisch auszudrücken. Das Additionale hat keine Grenze, ist also offen. Daher beinhaltet es auch die Unendlichkeit. Die Unendlichkeit ist natürlich dann auch wieder offen, so wie die Zukunft oder eben wie etwas Mysteriöses. Denn die Unendlichkeit kann man ja nicht genau beziffern, also hat sie auch etwas Geheimnisvolles an sich. Umgangssprachlich kann man das Additionale eben mit dem Begriff mehr übersetzen. Mehr beinhaltet auch Bewegung. Deshalb bedeutet mehr auch Energie. Energie ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Und wenn man Arbeit verrichtet, macht man immer mehr. Immer gegen einen Widerstand, der kommt hier aus dem Nummer 1 Eigenschaftsraum, mit dem Begriff zusammenaddiert. Und mehr bedeutet auch immer zählen. Ein Marker, noch einer mehr. Noch einer mehr, 1, 2, 3. Und Energie ist natürlich auch Kreativität. Und weil dieser Nummer 2 Eigenschaftsraum der Teil der Gleichung ist, der sich rückbezieht auf die 1, auf den Anfang, steht auch der Begriff des Rückbezuges hier in dem Nummer 2 Eigenschaftsraum, ebenso wie dieses mathematische Prinzip des Zusammenaddierens. Und dann haben wir schon mal ganz nett Eigenschaften abgeleitet, und aus den bisherigen Talks, die ich gemacht habe, wird ja dann auch klar, dass man damit zeigen kann, dass all diese Erkenntnisse, die wir haben über das Universum bezüglich Raumzeit, Gravitation und Quantenmechanik, dass die sich aus diesen Begriffen hier dann ableiten und nachbilden lassen. Das kann man sich angucken. Und die Frage ist jetzt natürlich noch, wo steht hier in diesen Eigenschaftsräumen der Begriff des Feldes, und den kann man sich auch ganz einfach ableiten. Wir haben hier im Nummer 2 Eigenschaftsraum den Begriff der Unendlichkeit. Unendlichkeit ist offen. Hier im Nummer 1 Eigenschaftsraum haben wir das Prinzip der Einheitlichkeit. Und da die beiden ja gleich sind, also ein einheitliches System bilden, kriegen wir dann dieses Konzept einer offenen Ganzheitlichkeit, und das ist dann das Feld, was man in der Physik kennt. Und die Frage ist, wo kommt Bewusstsein her? Und diese beiden Teile sind ja durch dieses Gleichheitszeichen verbunden. Das heißt, sie kennen sich, sie sind sich gegenseitig bewusst. Und weil das Gleichheitszeichen dann auch noch sagt, ihr seid im Grunde wirklich identisch, ist das eine Selbstbewusstheit, die hier entsteht. Und weil das Gleichheitszeichen dann auch noch das Ganze in ein einheitliches System einbindet, kann man das auch Bewusstsein nennen. Und damit haben wir schon mal genügend Konzepte entwickelt, um diese Kategorien, die ich jetzt hier aufgelistet habe, zu analysieren. Das ist nochmal die Unendlichkeit, das Geheimnisvolle, Raumzeit, immer in Bezug auf die Unendlichkeit und in Bezug auf lokale Symmetrie. Dann kommen wir zu dem Konzept Feld und Bewusstsein, Wissenschaft, und dann nochmal die Frage, was hat das eigentlich alles für Konsequenzen, unsere Diskussion hier. Und dann wollen wir einfach mal anfangen mit der Unendlichkeit. Und als Einstieg möchte ich da nochmal jemand zitieren, und zwar den bekannten Mathematiker David Hilbert auf Deutsch. War auch ein Zeitgenosse von Einstein. Ist ursprünglich mal ein englisches Zitat, was ich hier gefunden habe aus dem Buch To Infinity and Beyond von Elie Major. Ich habe es mal übersetzt oder die deutsche Version dazu gefunden. Und das heißt dann so: Das Unendliche hat wie keine andere Frage von jeher so tief
das Gemüt des Menschen bewegt, das Unendliche hat wie kaum eine andere Idee auf den Verstand so anregend und fruchtbar gewirkt. Das Unendliche ist aber auch wie kein anderer Begriff so der Aufklärung bedürftig. Also da können wir noch was machen hier. Und deshalb wollen wir uns Unendlichkeit nochmal anders anschauen und darstellen, wie das in der lokalen Symmetrie sich beinhaltet. Und zwar, wir sehen hier nochmal dieses Gleichheitsmodell 1 gleich 2. Und hier haben wir gesehen, dass sich dieser zweite Teil genauso wie der erste als eine Einheit erfassen lässt. Und deshalb habe ich hier auch nochmal diese Einheit dargestellt. Weil aber Nummer 2 der Teil ist, der sich wieder rückbezieht auf die 1, kann die 2 auch so verstanden werden, dass sie das System als eine Ganzheit darstellt. Dann ist also das System in sich auch wieder eine Einheit, aber diese Einheit, wissen wir, beinhaltet dann zwei Teile. Daraus folgt dann wieder, dass jedes Teil eigentlich zwei Teile beinhaltet. Also ich habe hier die Nummer 2 als ein Teil dargestellt. Der teilt sich dann sofort wieder auf in diese zwei anderen blauen Teile. Und hier den unteren habe ich dann nochmal aufgeteilt in die beiden grünen Teile hier. Im Prinzip, wie gesagt, jeder Teil kann sich als zwei sehen, zwei Einzelteile. Somit explodiert diese ganze Einheit, die wir da haben, augenblicklich sozusagen dann immer in die Unendlichkeit. Aber weil das Ganze ja raum- und zeitunabhängig ist, in seiner Einheitlichkeit, wissen wir auch, dass Unendlichkeit immer in dem Prinzip der lokalen Symmetrie mit beinhaltet ist, weswegen dieses Prinzip dann auch immer dieser allgemeine Term ist, der die ganze Natur abbildet. Auf jeden Fall, dieser Unendlichkeitsbereich, der ja alles beinhaltet, eröffnet uns dann natürlich auch den Blick auf die rein mathematische, zeitlose und raumunabhängige Welt, die platonische Welt. Ich habe darüber schon mal gesprochen, kann man sich angucken. Es gibt uns alle Zahlen, mathematischen Operationen und auch Geometrie. Worauf ich heute noch mal hinweisen möchte, ist eben, dass wir hier durch die lokale Symmetrie mit der Unendlichkeit auch die Quantität bekommen als Prinzip. Wir können Quantitäten feststellen aufgrund der Zahlen, wir können messen. Es ist aber auch immer der Begriff der Qualität dabei, weil jede Einheit ja mit Unendlichkeit verbunden ist und die Unendlichkeit ist offen, also da ist immer so etwas Strahlendes dabei, was man dann gar nicht mehr genau quantifizieren kann. Und deshalb ist das mehr so eine Gefühlswahrnehmung, diese Qualität. Und damit können wir jetzt auch schon zu dem nächsten Teil hier übergehen, der nächsten Spalte, und das Geheimnisvolle mal genauer anschauen. Ich will mal zum Einstieg Albert Einstein zitieren aus dem Buch Mein Weltbild. Und da schreibt er: Das Schönste, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen. Das Erlebnis des Geheimnisvollen hat auch die Religion gezeugt. Und ich habe das hier nochmal aufgelistet. Also das Geheimnisvolle, das natürlich die Unendlichkeit beinhaltet mit dieser Offenheit, ist die Grundlage für Religion, Kunst und Wissenschaft. Und die Religion führt den Menschen ja an das Geheimnisvolle in seinem ganzheitlichen Sinne. Die Kunst benutzt gerne das Qualitative und natürlich die Wissenschaft das Quantitative, um zu messen und zu analysieren. Wichtig ist nochmal, dass man sich vergegenwärtigt, dass eben, obwohl lokale Symmetrie ein rein mathematisches Prinzip ist, nicht alles berechnet werden kann, eben durch die Unendlichkeit, da ist etwas Offenes. Und Physiker sagen deshalb auch immer wieder, dass Physik letztendlich Philosophie ist und in die Philosophie hineinführt, um diese immateriellen und materiellen Teile, diese verschiedenen Aspekte nochmal in einer Einheitlichkeit zusammenzufassen und zu verstehen. Und da will ich jetzt nochmal ein paar Physiker zitieren, wieder Ledermann und Hill, diesmal aus ihrem Buch Beyond the God Particle, also jenseits des God Particles.
Und ich übersetze mal, Physik ist die ultimative Philosophie über Natur und Realität. Und dann hat zum Beispiel Max Planck Folgendes gesagt, das ist aus dem Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft. Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das reale, wahre, wirkliche, denn die Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht, sondern der unsichtbare, unsterbliche Geist ist das Wahre. Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie zu befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes, und damit ist unsere Aufgabe zu Ende und wir müssen unser Forschen weitergeben in die Hände der Philosophie. Also da geht es nochmal drum, um diese ganzheitliche Erfassung und eben den Aspekt, dass das Bewusstsein grundlegend ist und wie kann man das zusammenbringen. Und da wollen wir uns dann näher mit beschäftigen, wenn wir auf den Begriff des Feldes kommen, im Zusammenhang mit Bewusstheit. Aber zuvor wollen wir uns noch kurz mal mit der Raumzeit beschäftigen und wie sich da die Unendlichkeit darstellt. In früheren Talks habe ich ja mal erklärt, wie man aus dem Prinzip der lokalen Symmetrie die vierdimensionale Raumzeit zusammenbasteln kann. Das kann man sich angucken, aber jetzt gucken wir mal nur mit Blick auf Unendlichkeit. Und da zitiere ich jetzt mal Frank Wilczek, ist auch ein Physiker und Nobelpreisträger, aus seinem Buch The Lightness of Being, also die Leichtigkeit des Seins. Ich übersetze das jetzt mal. Diese physikalisch natürliche Version der Symmetrie wird lokale Symmetrie genannt. Lokale Symmetrie ist eine viel größere Annahme als die alternative globale Symmetrie. Denn lokale Symmetrie ist eine enorme Ansammlung separater Symmetrien, grob gesagt eine separate Symmetrie für jeden Raum und Zeitpunkt. Jeder Ort und Zeitpunkt definiert daher seine eigene Symmetrie. Da die lokale Symmetrie eine viel größere Annahme ist als die globale Symmetrie, erlegt sie den Gleichungen oder mit anderen Worten der Form der physikalischen Gesetze mehr Einschränkungen auf. Also, hier sieht man in dem Zitat nochmal ganz klar, lokale Symmetrie kommt mit Unendlichkeit daher. Das heißt wirklich, wie ich eingangs schon sagte, an jedem Punkt und zu jedem räumlichen Punkt und in jedem Zeitpunkt finden wir lokale Symmetrie wieder. Da gibt es natürlich unendlich viele Punkte. Und deshalb weiß man eben auch, dass Symmetrie sich überall widerspiegelt. Das ist ganz wichtig, das mal festzuhalten, daher auch in den Naturgesetzen. Und das ist eben der Grund, dass lokale Symmetrie eine viel größere Annahme eben ist, als wenn man sagt, ich will globale Symmetrie, also wenn alles ganz einheitlich wäre und es wäre nur eine Symmetrie für alles da, also wenn man eben diesen Zweierbereich hier, den Eigenschaftsraum Nummer 2 mit der Unendlichkeit praktisch an erste Stelle setzt und sich von dem Lokalen entfernt, dann meint man vielleicht zunächst, das ist die größere Angelegenheit, aber wir haben hier eben eine klare Struktur, die lokal auf 1 stellt und nur wenn wir diese Struktur auch berücksichtigen, kommen wir wunderbar an die Unendlichkeit ran, die ja auch eben das Lokale, die Einzelteile braucht, um unendlich sein zu können. Und deshalb hat die lokale Symmetrie dann auch die Fähigkeit, den Naturgesetzen zu sagen, wie diese sich darstellen sollen, dass sie nämlich so sind, dass sie wirklich auch überall und zu jeder Zeit gleich sind. Deshalb kann die lokale Symmetrie da mehr bestimmen, als wenn man das global machen wollte. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann will ich nochmal Frank Wilczek zitieren aus dem gleichen Buch. Unser tiefstes Verständnis der Realität erfordert viele Qubits an jedem Punkt in Raum und Zeit. Die Welt ist die enorme Vielfachunendlichkeit von Qubits. Der Raum, den wir nutzen müssen, um unsere Welt zu beschreiben, bringt Unendlichkeiten von Unendlichkeiten mit sich. Also, ein Qubit. Wir sehen hier oben nochmal, dass die lokale Symmetrie aus zwei Teilen besteht und die sind in eine Einheit integriert. Und damit ist lokale Symmetrie identisch mit dem Grundbegriff von Information.
Dieser Grundbegriff ist das Bit, und das Bit ist eine Einheit bestehend aus zwei Bit-Teilen, ne? Zwei Bit-Werten. Und in der Quantenmechanik sind diese beiden Bit-Werte immer gleichzeitig aktiv. Das gibt dann das Qubit, das Quantenbit. Und Wilczek hat uns ja jetzt gerade in dem Zitat nochmal erklärt, wenn man auf die kleinste Ebene runtergeht, trifft man auf unendlich viele dieser Qubits, und Qubits sind nichts anderes wieder als eine Darstellung von lokaler Symmetrie. Also da wird nochmal ganz deutlich, wie wichtig dieser Unendlichkeitsterm ist, damit lokale Symmetrie auch wirklich das Grundprinzip für die ganze Natur, für den ganzen Kosmos sein kann, überall, zu jeder Zeit, und damit ist es auch die allgemeinste Beschreibung der Natur und Realität. Und damit können wir jetzt ganz schön überwechseln zu dieser wichtigen Kategorie des Feldes in Verbindung mit dem Prinzip Bewusstsein. Und zum Einstieg will ich mal Einstein und Leopold Infeld zitieren aus ihrem Buch The Evolution of Physics, also die Evolution der Physik. Und da sagen die beiden: Feld ist die einzige Realität. Wir haben ja vorhin diskutiert, dass der Feldbegriff auch wieder eine Darstellung der lokalen Symmetrie ist. Es ist die Einheitlichkeit im Verbund mit der offenen Unendlichkeit, die dann dieses Ganze gibt, das aber keine Grenze hat, und das ist ja das Feld in der Physik. Nun wissen wir eben dann auch, dass dieser Feldbegriff, weil er eben die lokale Symmetrie darstellt, auch diese beiden Ebenen hier hat, diesen Gleichheitsbereich, den oberen Level, und diesen Action-Bereich, den unteren Level. Genauso wissen wir, dass dann das Feld auch diesen Aspekt der Selbstbewusstheit und des Bewusstseins hat, den ja lokale Symmetrie darstellt. Und wir können weiterhin ableiten, weil ja diese beiden Ebenen gegeben sind, dass es also einen Feldbegriff geben muss, der raum- und zeitlos ist, wo sich dann eben diese ganze Information, die Unendlichkeit sozusagen beheimatet hat. Und zweitens wissen wir, dass es ein Action-Level geben muss, also ein Feldbegriff, wo sehr viel Dynamik ist. Und dieser zweite Teil, das ist jetzt dieser Feldbegriff, den wir besser kennen, auch aus der Quantenmechanik, und der geht ja dann auch genau in die materielle Welt rein, in der wir uns befinden. Und mit diesem Aktionsfeld hier, mit diesem dynamischen Feld, will ich mal anfangen. Und da gibt es noch ein wunderschönes Zitat von einem bekannten Physiker, der heißt Bruce Shum. Und das ist aus seinem Buch Deep Down Things. Und ich zitiere jetzt mal oder übersetze auf Deutsch: Die Quantenfeldtheorie geht noch einen Schritt weiter und behauptet, dass die Felder selbst quantisiert sind. Und dann gibt er das Beispiel, das elektromagnetische Feld, eine Ansammlung von Photonen. Also auch hier wieder, das Feld ist eine Einheitlichkeit, sie ist offen durch die Unendlichkeit, aber man hat eben auch dieses Prinzip der Einheit dabei, der kleinsten Einheit. Und das sind dann die Quanten. Ist jetzt nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen: Max Planck war ja derjenige, der gesagt hat, Energie kommt in kleinsten Einheiten, also diesen Units, diesem Einheitsbegriff daher. Und er hat gesagt, es gibt eine kleinste Einheit, und die ist konstant. Die hat er dann H genannt, also H. Und diese kleinste konstante Einheit spiegelt dann wieder lokale Symmetrien wider, weil klein ist lokal und konstant heißt, dass immer also Gleichheit gegeben ist und damit Symmetrie. Und dann wissen wir eben, dass sich diese Quanten als lokale Symmetrie verstehen lassen und damit auch als Selbstbewusstsein. Und sie haben damit auch wieder diese beiden Level, Gleichheit und Aktion, und können sich somit auch als Gleichheitszeichen verstehen, was ihnen dann ermöglicht, sich in diesem Feld zu vereinen, sodass dann eine Einheit da ist, die man dann auch gar nicht mehr sieht im gewissen Sinne. Auf jeden Fall kann man so verstehen, dass das Feld eine Darstellung von Bewusstsein ist, von hoher Intelligenz. Und es ist eben auch wichtig nochmal,
darüber klar zu werden, wenn wir zum Beispiel zwei Quanten wie zwei Elektronen haben, die ja für sich genommen schon wieder Selbstbewusstheit und Bewusstsein repräsentieren, können die beiden auch interagieren und das machen sie dann wieder mit einem Quantum, nämlich mit dem Photon. Und das Photon ist dann auch wieder lokale Symmetrie und Bewusstheit. Also man sieht, dass Bewusstheit wirklich fundamental ist. Und es ist auch nochmal sehr interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass diese Interaktionen auch wieder auf lokaler Symmetrie aufbauen. Ich will da nicht näher einsteigen, das habe ich schon mal erläutert in anderen Talks, aber nur nochmal, um zu zeigen, wie allgegenwärtig die lokale Symmetrie ist. Und Werner Heisenberg hat ja auch mal ganz schön hervorgehoben, das wird zitiert in dem Buch Quantum Questions, edited by Ken Wilber, also herausgegeben von Ken Wilber. Das deutsche Original habe ich noch nicht gefunden, aber ich will es jetzt mal etwas freier übersetzen, das englische Zitat. Also Heisenberg sagt: Ich denke, dass sich die moderne Physik in diesem Punkt definitiv für Platon entschieden hat. Denn die kleinsten Materieeinheiten sind tatsächlich keine physischen Objekte im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Es handelt sich um Formen, Strukturen oder im Sinne Platons Ideen, über die nur in der Sprache der Mathematik eindeutig gesprochen werden kann. Sowohl Demokrit als auch Platon hatten gehofft, in den kleinsten Einheiten der Materie das eine zu finden, das einheitliche Prinzip, das den Lauf der Welt regelt. Platon war davon überzeugt, dass dieses Prinzip nur in mathematischer Form ausgedrückt und verstanden werden kann. Und das haben wir ja gerade besprochen, dass dieses kleinste Teil der Materie, der Energie, das Quantum, lokale Symmetrie ist und damit Bewusstheit. Und lokale Symmetrie ist dann aber auch das Einheitsprinzip, auf dem die ganze Natur aufbaut. Insofern hat Plato da den richtigen Riecher gehabt. So ungefähr kann man sagen, das finde ich ganz spannend, wenn man das eben mit diesen heutigen Erkenntnissen nochmal nachvollziehen kann. Und wir haben jetzt eben gesehen, dass wir dieses Actionfeld, dieses Aktionsfeld, das dynamische Feld als Bewusstheit verstehen können. Das kennen wir aus der Physik. Wir können aber auch rückschließen aufgrund der Struktur der mathematischen von Symmetrie, dass es eben noch eine zweite Raum- und zeitlose, eine ewige Ebene geben muss. Und da ist dann eben die ganze Information enthalten. Und da gibt es zum Beispiel auch sehr schöne Zitate dazu. Nochmal erst Max Planck aus einem Interview in The Observer von 1931. Da hat er gesagt, ich übersetze mal: Ich betrachte Bewusstsein als grundlegend, ich betrachte Materie als eine Ableitung des Bewusstseins. Wir können nicht hinter das Bewusstsein gelangen. Alles, worüber wir reden, alles, was wir für existierend halten, setzt Bewusstsein voraus. Und Roger Penrose ist ein bekannter Physiker und auch Nobelpreisträger. Er hat in seinem Buch The Emperor's New Mind, also der neue Geist des Kaisers, kann man vielleicht übersetzen, Folgendes gesagt: Alle Informationen waren jederzeit vorhanden. Es ging nur darum, die Dinge zusammenzusetzen und die Antwort zu sehen. Das steht weitgehend im Einklang mit Platons eigener Idee, dass, sagen wir, mathematische Entdeckungen nur eine Form des Erinnerns sind. Und das bezieht sich einfach nochmal auf diese Ebene, die Raum- und zeitlos ist, wo sich alle Information befindet. Und es ist nochmal ganz wichtig, was Penrose dann weiterhin sagt: In der präzisen platonischen mathematischen Welt gibt es so viel Mysterium und Schönheit, wie man sich nur wünschen kann. Und der größte Teil dieses Mysteriums liegt in den Konzepten, die außerhalb des vergleichsweise begrenzten Teils davon liegen, in dem Algorithmen und Berechnungen angesiedelt sind. Also, wir haben zwar diese Grundlage, die rein mathematisch ist für alles, die lokale Symmetrie, die ist raum- und zeitlos. Dort befindet sich alles, da befindet sich die mathematische Welt. Aber weil wir eben nicht alles berechnen können, weil diese Welt auch offen ist für weitere Konzepte und Ideen, befindet sich da eben auch noch jede Menge anderes außer Mathematik. Und das sollte man sich mal vergegenwärtigen. Es gibt nämlich Menschen, die meinen,
Man könnte immer alles berechnen oder mit Algorithmen steuern. Die Mathematik selber und die Physik zeigt aber, dass das nicht so ist. Es gibt auch ein sehr schönes Beispiel aus der realen Welt, sage ich jetzt mal. Also, da hat ein bekannter mathematischer Biologe, Andreas Wagner, mit seinem Team etwas herausgefunden und berichtet darüber in seinem Buch Arrival of the Fittest. Ich übersetze jetzt mal das Zitat. Die Mathematik der Biologie hat uns gezeigt, dass sich diese Bibliotheken, und mit Bibliotheken meint er so einen Raum, der in der Ewigkeit existiert, dass sich diese Bibliotheken, und er bezieht sich jetzt auf genotypische Texte, das sind also Möglichkeiten, wie sich Gene zusammensetzen können. Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Also, dass diese Bibliotheken nach einem einfachen Prinzip sich selbst organisieren, so einfach wie die Gravitation, die dabei hilft, diffuse Materie in riesige Galaxien zu formen. Dieses Prinzip, dass Organismen robust sind, eine Folge der Komplexität, die ihnen hilft, in einer sich veränderten Welt zu überleben, bringt die komplexe Organisation dieser riesigen Bibliotheken hervor. Also zwei Merkmale sind wichtig. Einmal Robustheit und Komplexität. Robustheit kommt aus diesem Nummer 1 Eigenschaftsraum. Konzentration, addiert sein, das ist stabil, robust. Und dann die Komplexität kommt aus dem Nummer 2 Eigenschaftsraum durch die Unendlichkeit. Und diese beiden Aspekte sind da vereint in den Organismen. Aber, oder beziehungsweise das spiegelt natürlich wieder die lokale Symmetrie wider, die in den Organismen zu finden ist. Und die Bibliotheken mit diesen Anweisungen oder Möglichkeiten, wie Gene zusammengesetzt werden können, die haben auch wieder dieses Prinzip der lokalen Symmetrie und sind dadurch sehr effektiv und einfach angeordnet in vielen mathematischen Dimensionen und können dadurch diese Möglichkeiten auf praktisch kleinstem Raum zur Verfügung stellen, der überall vorhanden ist. Und so sieht man eben durch die Forschung aus der Wissenschaft, dass diese beiden Ebenen, dieser Action-Level, wo dann die Organismen unterwegs sind, und dieser Raum- und zeitlose Level, wo die ganze Information jetzt für diese Organismen da ist, dass diese beiden Level, weil sie eben auf lokaler Symmetrie aufbauen und gleich sind, dann auch interagieren können. Ja, und das ist nochmal ein schönes Beispiel gewesen. Und zum Schluss für diese Kategorie Feld und Bewusstsein will ich nochmal Einstein zitieren aus seinem Brief an Phyllis, das ist auch übersetzt wieder. Jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, ist davon überzeugt, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert, ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist. Und weit überlegen heißt halt, dass diese Bewusstheit, auf der alles aufbaut, eben Unendlichkeit zur Verfügung hat, um damit zu arbeiten. Und dann gehen wir mal rüber noch jetzt auf den Teil Wissenschaft und schauen da mal, wie die Unendlichkeit hineinspielt in Bezug auf lokale Symmetrie. Und da zitiere ich jetzt Henri Poincaré. Er war Mathematiker, sehr berühmt und auch Zeitgenosse von Einstein. Das stammt aus seinem Buch Science and Hypothesis, also Wissenschaft und Hypothese. Und er sagt da, ich übersetze: Die Idee der mathematischen Unendlichkeit spielt bereits eine hervorherrschende Rolle und ohne sie gäbe es überhaupt keine Wissenschaft, weil es nichts Allgemeines gäbe. Und darauf habe ich ja schon eingangs hingewiesen, dass die Unendlichkeit, die in der lokalen Symmetrie mit beinhaltet ist, diesem Prinzip erlaubt, eine allgemeine Darstellung der Natur zu sein, auf einfachste Weise. Und das ist natürlich dann auch mit den Naturgesetzen so, die die Wissenschaft erforscht und finden will. Denn diese Naturgesetze sind letztendlich auch wieder Beziehungskonzepte. Sie bauen auf dem tiefsten Gesetz der lokalen Symmetrie auf. Und damit diese Naturgesetze überall und zu jeder Zeit Gültigkeit haben, muss da drin automatisch Unendlichkeit mit beinhaltet sein. Also Wissenschaft kommt ohne den Unendlichkeitsterm gar nicht aus, und deshalb sind Gesetze also generell allgemein, sie sind abstrakt, logisch, weil das kann man dann auch nur mathematisch gut darstellen.
Sie sind einfach, weil sie wie die lokale Symmetrie im Zentrum das Gleichheitszeichen haben und sie sind Beziehungskonzepte, wie ich schon gesagt habe. Und wir wissen ja jetzt eben aus den Erkenntnissen von Einstein, also aus der Wissenschaft, dass lokale Symmetrie grundlegend ist. Damit hat die Wissenschaft aber auch ganz klar dargestellt, dass das Universum erkennbar ist, und das ist wieder ein Zeichen für Bewusstheit. Wir erkennen nämlich überall lokale Symmetrie. Wir sind da in einer Selbstbewusstheit, die sich entwickeln kann. Und wir haben zum Beispiel mit der konstanten Lichtgeschwindigkeit ein konstantes, dynamisches, lokales Naturgesetz, das den ganzen Kosmos einheitlich organisiert, alle Teile zusammenfügt und auch immer garantiert, dass wir zum Beispiel Kausalität erkennen können oder dass das Universum überhaupt erkennbar ist. Und damit zeigt sich eben nochmal sehr schön, wie dieser Bewusstseinsteil überall durchkommt und wie wichtig da die Unendlichkeit ist. Und damit will ich jetzt auch zum letzten Teil übergehen, damit wir uns nochmal mit Konsequenzen beschäftigen. Aus dieser Analyse ist eben leider so, dass man Unendlichkeit auch negativ sozusagen einlösen oder umsetzen kann, und zwar immer dann, wenn man diese Reihenfolge nicht einhält, wenn man zum Beispiel das Globale auf Platz 1 setzt, weil man eben meint, es ist diese größere Idee, die alles in den Griff bekommt. Und damit verengt man sich aber und macht, wie ich schon sagte, diese Struktur der Symmetrie kaputt, zumindest im Geiste, im eigenen. Und es ist auch problematisch, wenn man eben meint, man könnte alles berechnen oder mit Algorithmen kontrollieren. Auch da verengt man sich zu sehr, und zumindest in einer illusionären Geisteshaltung trennt man sich dann letztendlich auch von der Unendlichkeit oder zerstört das Ganzheitsprinzip durch das eigene Handeln, sodass das eher in Zersplitterung und Chaos enden kann, also in negativer Unendlichkeit. Und das stellt sich zum Beispiel dann da in der Zerstörung von Zyklen, Zerstörung von Balance, habe ich mir notiert, und Zerstörung von Harmonie. Und deshalb, das bezieht sich ja dann auch wieder auf das Zitat, das ich eingangs erwähnt habe von Ledermann, aber auch von Einstein, dass sich wirklich jeder mit dem Prinzip der lokalen Symmetrie auseinandersetzen sollte. Denn wenn man das besser versteht, kann die Unendlichkeit auch positiver eingelöst werden, zum Beispiel indem man besser mit diesem System in Einklang ist. Man hat auch eine Bewusstheit für seine Spiritualität, also ein Verständnis davon, dass Bewusstsein grundlegend ist. Die Gefühlswelt ist positiver und ganzheitlicher, das ist sehr wichtig. Man bekommt einen besseren Zugang zu dem Begriff der Freiheit, der ja auch auf Unendlichkeit aufbaut. Die ist ja offen, die ist frei. Aber man muss eben wissen, wie diese Unendlichkeit und dieser Freiheitsbegriff konstruktiv sich in diesem System der lokalen Symmetrie darstellt. Dann hat man auch wirklich mehr Freiheiten, die man auch gern hat. Und zum Schluss kann ich noch mal darauf hinweisen, dadurch, dass Unendlichkeit ja so ein Strahlemann ist, der immer offen ist, kommt man auch eben an diese Schönheit im Universum dran, in allem, auch bezüglich dieser Struktur, die die Natur ausmacht. Und das gibt noch mal ein sehr inspirierendes Gefühl und ist einfach eine schöne Sache. Jetzt will ich noch mal Frank Wilczek zitieren aus seinem neuesten Buch Fundamentals. Ich übersetze noch mal. Er sagt zum Beispiel, ich möchte eine Verbindung zwischen dem einheitlichen Weltbild, das haben wir ja gerade diskutiert, und einer moralischen Haltung. Was es empfiehlt, ist seine Harmonie. Harmonie ist immer lokale Symmetrie auf tiefster Ebene. Mit dem Fortschritt sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass Menschen und Geschöpfe einen intrinsischen Wert haben und tiefsten Respekt verdienen, genau wie wir selbst. Das kommt auch nochmal ganz klar in der Gleichung raus, die ja mit Nummer 1 deutlich sagt, es geht um das Lokale, es geht um das Kleine, mit dem es anfängt, das ist wichtig. Also zum Beispiel jede Mikrobe im Boden ist wichtig, damit er gesund ist. Ja, das gilt dann auch für alle Teile des Ganzen, für Pflanzen, Tiere,
natürlich auch für den Mensch, dass man da respektvoll mit umgeht. Und das steht, wie gesagt, in diesem Prinzip ganz klar drin. Und Wilczek sagt dann auch sehr schön, diese Aufgaben der Befreiung und des Einfühlungsvermögens sind nicht vom Verständnis der Grundlagen der Wissenschaft getrennt. Tatsächlich hilft uns das Verständnis, diese Ziele zu erreichen. Bezieht sich auch wieder schön auf das Eingangszitat, dass es eben wichtig ist, dass alle beginnend im Kindergarten sich damit beschäftigen, was lokale Symmetrie ist, weil es eben das grundlegende Prinzip der Natur, des Kosmos und unserer Realität ist. Und je besser man das versteht, desto besser und konstruktiver können wir auch handeln. So sagt zum Beispiel der bekannte Mathematiker Edward Frankl in seinem Buch Love and Math, das ist jetzt auch übersetzt: Je näher wir der platonischen Welt der Mathematik kommen, desto mehr Kraft werden wir haben, die Welt um uns herum und unseren Platz darin zu verstehen. Ja, und darum geht es ja auch, weil das ist ein Selbstbewusstseinsprinzip in einer übergeordneten Ganzheitlichkeit, die sich als Bewusstsein auch darstellen lässt, wie wir das gemacht haben. So, zum Schluss, wie immer, nochmal zwei Zitate von Albert Einstein, die sich auf diese schöne Struktur der Natur beziehen. Und da hat er zum Beispiel in dem Vortrag zur Methodik der theoretischen Physik 1933 gesagt: Nach unserer bisherigen Erfahrung sind wir nämlich zum Vertrauen berechtigt, dass die Natur die Realisierung des mathematisch denkbar einfachsten ist. Hier haben wir es, das wunderschöne, denkbar einfachste. Und er hat auch mal einem Highschool-Reporter namens Henry Rousseau Folgendes gesagt: Als ich als 12-jähriger Junge mit der elementaren Mathematik Bekanntschaft machte, kam ich immer mehr zu der Überzeugung, dass sogar die Natur als relativ einfache mathematische Struktur verstanden werden kann. Das ist ein schönes Zitat, um hier diesen Talk zu beenden. Ich hoffe, er war interessant. Ihr könnt immer meinen Kanal abonnieren und hier diese Glocke Notification Bell aktivieren. Es ist unheimlich spaßig und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann, tschüss.